Hallöchen und willkommen zu einem neuen Video. Heute darf ich euch ein Unboxing präsentieren und zwar wurde ich angefragt von der Firma Okput. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. OCPUD. Ja, es ist immer so schwer. Ich weiß nicht, ob man den Namen komplett ausspricht oder einzelne Buchstaben. Deswegen, also Okput, also OCPUD. Durfte ich mir ein paar Produkte aussuchen, die ich euch heute vorstellen darf. Ich freue mich mega. Und zwar handelt es sich dabei um einen Hersteller, der auch Taschen anbietet. Ich habe mir ein paar Taschen ausgesucht, die ich aber auch für Diamond Painting super benutzen kann und noch eine andere Variante von Taschen. Ihr wisst, ich habe so eine Vorliebe von kleinen Taschen. Ich mag diese ganz großen. Ich habe eine große Handtasche und ich trage die so selten, weil mich macht das kirre mit diesen großen Dingen. Ab und zu braucht man es, klar, ne, wenn man mal richtig einkaufen muss oder so. Aber normalerweise freue ich mich einfach, wenn ich was Kleines Praktisches dabei habe. Und ja, da habe ich mir auch was ausgesucht. Ein bisschen was anderes wie das letzte Mal. Und was ich euch mal vorgestellt habe. Aber ich zeige euch genau, was es jetzt ist. Ich nehme euch an das Stativ. Und dann schauen wir gemeinsam rein, was ich mir ausgesucht habe. So, ich habe euch jetzt an das andere Stativ genommen. Und wir machen mal zusammen den Beutel auf. Ich muss jetzt nur ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu tief komme. Weil hier drinnen, wie gesagt, sich hier ein paar Taschen befinden. So. Ich glaube, ich mache das so, ich greife einfach oben rein und hole die einzelnen Taschen raus. Und dann fangen wir einfach mal mit der obersten an. Und zwar habe ich mir einmal die hier ausgesucht. Die ist nämlich nochmal richtig schön auch in einem extra Beutel verpackt. Und zwar ist das eine hellgrüne Tasche. Man kann aber auch sie als Kosmetiktasche zum Beispiel nutzen, aber ich habe was anderes mit der vor. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich so ein bisschen auseinanderfalte, um euch die Größe zu zeigen. Weil wenn die zusammengefaltet, sieht sie sehr klein aus. Oh, die ist schön. Oh, die hat so eine Garden-Hologramm, seht ihr das? Love, ne? Und leicht Hologramm. Und die ist richtig schön groß. Wenn ich bedenke, wie klein sie eben ausgesehen hat, wo sie zusammengefaltet war. Die ist schön. Ich möchte nämlich diese Taschen nehmen und zwar für meine Diamond Painting Stifte. Ich habe eine herkömmliche Federmappe, kann ich euch ja mal zeigen, deswegen habe ich sie auch mal mitgenommen. Und zwar befinden sich die Stifte zurzeit in dieser Federmappe drin. Allerdings wollte ich sie gerne ein bisschen sortieren, weil ich habe unterschiedliche Stifte. Ich habe ja große Stifte, ich habe kleine Stifte. Ne, hier habe ich zum Beispiel diese kleinen. Und hier so größere, dicke, dünne und hast du nicht gesehen. Und natürlich hat man so seine Favoriten und ein paar Stifte, die man nur ab und zu mal benutzt. Und bei mir sind sie jetzt hier alle quer im Garten verteilt. Und ich wollte dafür gerne kleine Taschen haben, wo ich dann jeweils die Stifte reinmache, wo ich zum Beispiel meine Lieblingsstifte reinmachen kann. Oder halt eine Tasche, wo ich die kleineren Stifte reinmachen kann, damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher ist. Und ja, ich nicht immer drum rumwühlen muss, weil irgendwie leiden die Stifte sonst auf Dauer auch, wenn man sie hier immer drin rumwühlt. Die Federmappe habe ich noch eine andere Verwendung für, also die kommt auch nicht weg. Da werde ich nämlich zum Beispiel die Stifte reinmachen, die keine so Standardstifte sind. Auf jeden Fall habe ich mir deswegen einmal die hier ausgesucht. Die gibt es in verschiedenen Farben. Sie ist richtig schön vernäht hier an den Kanten. Also der Reißverschluss blitzt hier nirgendwo durch. Also ihr müsst auch keine Angst haben, dass dann euch beim Zumachen oder beim Aufmachen der Zipper, ne, einmal weggrätscht. Das gibt es. Bei manchen ganz billigen Herstellern habt ihr wirklich das Problem, dass die nicht umnäht sind. Habe ich nämlich auch schon mal gesehen. Und dann kann das passieren, dass der Zipper verschwindet. Das ist hier nicht der Fall. Ne? Ihr habt das einmal rundherum vernäht. Die Tasche hat einen Innenfutter. Ein graues. Was ich richtig praktisch finde, hier drin sieht es auch nochmal, ne? Die Naht. Oder das Innenfutter ist auch nochmal ummantelt. Also ihr habt hier nicht nur einfach zugesteppt, sondern es ist nochmal doppelt vernäht. Sie macht einen sehr, sehr schönen, stabilen Eindruck. Und wie gesagt, ihr könnt die natürlich auch für was anderes nehmen, als wie jetzt ich. Für Stifte. Ihr könnt da natürlich auch Kosmetik reinmachen. Für die Handtasche, als kleine Zusatztasche, als Reisetasche, für den Rucksack. Eure Hygieneartikel reinmachen und, und. Und die Farbe ist richtig schön, die gefällt mir. Die ist nicht so aufdringlich, das ist ein richtig schönes, zartes Grün. Und die gefällt mir schon richtig, richtig gut. Der Zipper ist aus Metall, nicht aus Kunststoff. Und beim Reißverschluss könnt ihr sehen, der hat sehr, sehr viele Zähne. Also es ist kein grober Reißverschluss, sondern wirklich ein feiner.
und dadurch auch ein sehr stabiler Reißverschluss. Ja, und ich habe hier auch sehr, sehr viel Platz. Also die Tasche ist schon mal absolut genial. Die gefällt mir richtig gut. Hat einen leichten Aufdruck, was ich schön finde, dass sie nicht knallbunt ist oder irgendwie so einen ganz großen Aufdruck, sondern so einen ganz kleinen. Wie gesagt, ein bisschen mit Hologramm. Ne? Das ist eine richtig schöne Tasche. Für jung und alt, kann man wirklich so sagen. Das war die erste. Die habe ich mir ausgesucht. Dann greife ich mal wieder rein. Dann kommen wir hier zur zweiten. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Weil sie haben die nämlich so schön zusammengefaltet. Also man sieht das wirklich erst, wenn die auseinander gemacht sind. So, und zwar habe ich euch ja erzählt, oder ihr wisst das ja, ich liebe so kleine Taschen. Ich habe ja diese schwarzen, ja, Bauchtaschen waren das früher eigentlich, die man jetzt als Schultertaschen tragen kann. Und dann habe ich bei dem jetzt hier diese hier gesehen. Die gibt es auch in zig verschiedenen Farben. Die gibt es in Rot, Braun. Ich muss mal eben gucken, ob ich die irgendwo sehe. Die könnt ihr nämlich in allen möglichen Farben bekommen. Also diese Tasche bekommt ihr in einem, jetzt muss ich mal gucken, in einem Orange, in einem beigen Ton, also dunkelbeigen Ton, in Weiß, in Schwarz, was ich habe, in Gelb, in Grau und in Rot. Das sind die Farben, die ihr bekommt, die momentan vorrätig sind. Ich gucke mal gerade, Blau hatten sie auch mal, aber die Farbe ist momentan nicht da. Also insgesamt sind das normalerweise Farben. Ich schaue mal eben nach. Also wenn alle da sind, bekommt ihr sie in 11 verschiedenen Farben. Von Orange zu Mintgrün, also Navy Blue ist dabei, dann Grün, Pink, Lake Blue, Wine Red, Gray, Yellow, Black, White, Green und Orange. Eine ganz große Auswahl. Ich habe mich für das Schwarze entschieden. Erst hatte ich überlegt, ob ich mir sie in Rot aussuche, aber dann habe ich mir gedacht, nee, du nimmst mal was, ja, für mich Zeitloses, weil ich kenne mich. Es kann nämlich mal sein, dass ich mir sonst mal einer Farbe übersehe oder keine Lust auf diese Farbe habe, und Schwarz geht eigentlich immer. Und deswegen ist es die Tasche in Schwarz geworden und die ist richtig schön. Sie ist ein bisschen gepolstert, also sie hat keinen dünnen Stoff. Innen drin habt ihr ein stabiles Futter. Außerdem habt ihr innen nochmal Fächer, 2 Stück, einmal hier vorne und einmal da. Da kann man das Handy mit reinmachen, das Portemonnaie mit reinmachen oder halt so Kleinkram, was ihr da mitnehmen wollt. Und sie ist nämlich richtig schön groß, seht ihr das? Weil ich wollte mal so ein Zwischending. Die einen, die ich jetzt habe, die sind auf Maß geschnitten, kann man sagen, also da kannst du nicht viel mitnehmen. Und die ist jetzt ein bisschen größer. Hier seht ihr nochmal das Innenfutter. Auch dieses ist einmal an der Naht von innen nochmal vernäht, was ich sehr gut finde, weil sonst kann es passieren, dass sowas ausfranst. Und da haben die wirklich drauf geachtet, dass das hier nicht passiert. Ne? Dadurch ist sie, deswegen ist sie nochmal ummandelt. Auch das Futter ist vernünftig eingefasst. Könnt ihr das sehen? Richtig schön. Ein Metallzipper ist hier dran. Auch wieder ein Reißverschluss mit sehr vielen Zähnen. Dran ist hier ein Gurt, der ist jetzt hier fest. Also hier könnt ihr nicht, wenn ihr wollt, einen Gurt wechseln, was bei der Tasche aber auch nicht unbedingt nötig ist. Und ihr könnt ihn natürlich in eure Länge einstellen, so wie ihr ihn braucht. Der Gurt ist ein schön fester, ne? Es ist kein dünner und auch nicht zu schmal. Und mir gefällt die Tasche richtig gut. Das ist eine richtig schöne Tasche. Ich mag ja, wie gesagt, ich liebe solche kleineren Taschen, die jetzt so ein bisschen auf sportliche Optik, ne, weil es auch so dieses Material ist, wo früher auch so Sportjacken gemacht worden sind. Neopren? Neopren? Nee, nicht Neopren. Ach, wie heißt das? Fällt mir jetzt natürlich nicht ein, aber aus dem Material besteht halt die Tasche. Ne, und hier ist sie auch richtig schön umnäht. Seht ihr das? Auch diese Kante da. Könnt ihr das sehen, ne? Das ist nicht einfach nur umgekettelt, sondern die ist wirklich reell vernäht. Hier in der Mitte habt ihr auch noch mal eine Naht. Die macht einen sehr, sehr schönen Eindruck. Die gefällt mir. Das ist eine richtig schöne Tasche. Wie gesagt, hier oben habt ihr den Reißverschluss, innen drin 2 Fächer mit schönem Innenfutter. Das wird auch wieder eine meiner Lieblingstaschen. Weil ich möchte nicht immer so ganz große Taschen mitnehmen. Die gefällt mir richtig gut. Das erinnert mich so ein bisschen auch an meine Kindheit. Früher gab es öfter mal solche Taschen. Die habe ich mir als Teenie auch mal gekauft, als ich noch mal jung und frisch war.
Und damals habe ich so Taschen schon geliebt, die halt ja nicht so voluminös und voll groß sind. Und das ist einfach nicht meins, weil ich habe so ein paar Sachen, die ich mitnehmen möchte: Autoschlüssel, Portemonnaie, Handy, Taschentücher, ne, so Kleinkram auch. Und oder mehrere Kleinkram ist das ja eigentlich. Und da möchte man nicht immer diese ganz, ganz große Tasche mit sich rumschleppen. Die gefällt mir richtig, richtig gut und ich freue mich. Und wie gesagt, die gibt es auch in Bunt. Ich habe mich für Schwarz entschieden, weil das passt immer zu allem. Ich habe sie jetzt in Schwarz ja genommen, aber wie ihr seht, ne, der Stoff schimmert und dadurch wirkt sie noch ganz anders und ich mag die total. Die ist richtig schön. Die ist hier auch, ach so, habe ich euch gar nicht gezeigt, ne, hier auch verstärkt. Der Reißverschluss ist wieder eingefasst. Hier sind die Gurte vernäht. Und das auch mehrmals, also ihr habt hier nicht nur eine einfache Naht, sondern da ist man wirklich mehrmals drüber gegangen. Und die macht einen richtig guten Eindruck. Das ist die zweite Tasche. Ah, ich bin durcheinander, ihr merkt es. Ich dachte, ich hätte drei Taschen mir ausgesucht. Nee, es waren zwei. Genau. Mann, ja, weil die so eine große Auswahl haben, ich konnte mich die ganze Zeit nicht entscheiden und habe da die ganze Zeit hin und her überlegt, was nimmst du jetzt, was nimmst du jetzt nicht. Und ja. Es sind diese beiden Taschen, die ich mir ausgesucht habe, genau. Gong. So, nee, also ich bin wieder mal richtig schön durcheinander, wie ihr merkt. Genau, weil ich konnte mich an dem Tag oder an der Zeit nicht entscheiden. Die haben so viele schöne Taschen. Auch handgenähte Taschen, also mit so richtig Vintage-Stoff und so weiter und so weiter. Und ich habe mich aber für diese beiden erstmal entschieden. Entschieden? Ja, genau, entschieden. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie groß sie sind, weil man kann sich das ja meistens am besten vorstellen, wenn man da auch, sag mal einmal, seht ihr das, ne? Wie viel Platz man hat. Also die Stifte passen super rein, selbst mit Aufsatz könnt ihr die hier richtig mit reinpacken. Und dann kann ich nämlich jetzt anfangen zu sortieren, wo ich zum Beispiel sage, ich mache die ganzen Acrylstifte in einer Mappe. Ich habe nämlich ja auch noch hier mit Deckel und sowas alles und auch diese kleinen. Und dann habe ich auch noch welche, ja, ich weiß, Diamond Painting Marke, ne? Ich habe dann auch noch selbstgemachte. Und dann kann ich die aber reell hier unterbringen und weiß dann halt, wo ich welche Stifte reingemacht habe. Und ihr seht, ne? Also wenn ihr wollte, könnte ich noch Massen an Stifte reinmachen. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass ich mir zig neue Diamond Painting Stifte zulegen werde. Nein, nein, nein. Aber ich kann sie dementsprechend ein bisschen sortieren, damit ich genau weiß, welche Stifte ich wann habe, weil ich habe so Phasen, da penne ich lieber mit diesen Stiften, dann habe ich Phasen, da penne ich lieber mit den anderen Stiften. Na, und dann kann ich das Ganze so ein bisschen für mich strukturieren und sortieren. Und da sind die Taschen hervorragend. Das Schöne ist natürlich, man kann sie abwischen, ne, weil das ein ziemlich schönes, glattes Material ist. Und ich finde die Farbe, wie gesagt, richtig schön. Die gefällt mir richtig gut. Etwas modern, nicht zu modern. Schön groß. Ihr könnt natürlich außer Stifte natürlich auch noch was anderes reinmachen. Und wenn man möchte, kann man zum Beispiel, ich glaube, das würde sogar passen, oder? Ich will jetzt mal was ausprobieren, ob das passt oder nicht, oder ob ich jetzt ein verkehrtes Augenmaß habe. Versucht mal klug. Mal gucken. Doch, guck mal, Leute. Tada! Na, ihr seht mal. So groß ist die schwarze Tasche und. Also, ne, wenn ihr wollt und ihr eure Kosmetik oder so da reinmachen wollt, passt das. Ihr könnt hier davor noch ein Problem machen, weil ihr habt hier wirklich noch Luft genug. Und dann habt ihr ein passendes Set. Also das passt auch. Ah, die beiden Sachen sind richtig schön. Ich verlinke sie euch unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke dort euch natürlich auch die Website, wo ihr gerne mal vorbeigucken könnt. Was sie noch alles so im Sortiment haben, die haben auch Kosmetikzubehör. Da ist so einiges zu finden bei denen. Ich habe auch noch einen Rabattcode für euch und zwar mit DreamTea 5 off bekommt ihr 5% auf eure Bestellung bei Okput. Werde ich euch aber auch noch mal unten in die Videobeschreibung schreiben. Weil bei Rabattcodes ist ja immer die Schreibweise wichtig. Wie gesagt, da bekommt ihr 5% auf eure Bestellung. Schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Und es gibt wirklich eine ganz große Auswahl noch an anderen Taschen. Rucksäcke haben sie auch. Und ich habe schon einige andere Kosmetiktaschen, die man aber auch als Federmappe gut benutzen kann, dort gesehen.
Ja, mal schauen. Also wie gesagt, es gibt da eine große Auswahl. Ich fand diese Farbe richtig schön. Die gibt es in hellblau, in rosa, in grün. Und auch bei der Tasche gibt es ja verschiedene Farbvarianten, Variationen. Ich hoffe, euch hat das kleine Unboxing gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mir doch sehr, sehr gerne ein Abo da. Aktiviert das kleine Glöckchen oben bei mir auf dem Kanal, dann bekommt ihr automatisch Bescheid, wenn ein neues Video online ist. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss, eure Wiebke. Thank you.